Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich Blumen gießen oder eine Blume. Und ich habe mir dazu die holographische Fantasy Tablettform von Modes and Shapes ausgesucht. Das ist die kleine, die S-Form. Und ich habe hier schon mein Harz in meine Form reingegeben. Und jetzt fange ich an, meine Resin Inks hineinzutropfen. Erste Farbe ist das Mystery. Das ist übrigens eine Farbe, die habe ich mit der lieben Marion Richter geteilt. Sie hat mir da so ein bisschen von ihren abgegeben. Und das tropfe ich jetzt an diese großen Bögen der Fantasy-Form. Resin Ink ist von Octopus. Die zweite Farbe übrigens ist das Strawberry, ja, das suche ich mir gerade raus und das gebe ich so in diese kleinen Spitzen von der Fantasy Mold. Ja, Marion Richter kennt ihr wahrscheinlich, sie hat auch einen eigenen YouTube-Channel. Und wir haben schon zusammen mit der lieben Sandra Rettig, einige Challenges gemacht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es kommt was am Samstag. Genaue Informationen müsst ihr einfach mal drauf achten auf Instagram und hier auch auf YouTube. Da werden wir noch bekannt geben, wann wir unsere Challenge veröffentlichen. Beziehungsweise es war mehr eine Zusammenarbeit, weil wir haben da ziemlich viel uns ausgetauscht, weil wir einen bestimmten Effekt für uns erzielen wollten. Und ja, bleibt einfach dran, würde mich freuen, wenn ihr Samstag mit dabei seid, wenn wir unsere Videos hochladen. Also es wird auf jeden Fall Samstag sein, Uhrzeit steht noch nicht fest, also wartet mal ab, bis wir unsere Berichte hineingeben. So, ihr seht jetzt, was ich mache. Ich ziehe mir praktisch mit dem Dotting-Tool die Farben so ein bisschen in die Mitte. Erst das Rote, dann das Blaue. Und dann nehme ich mir meinen Spritzbeutel. Ich hatte mir mein Weiß schon vorher angemischt. Ich hatte vorher schon was anderes gegossen. Von daher ist jetzt mein Harz auch relativ gut geliert. Ich bin aber ein bisschen nervös, ob es überhaupt noch klappt. Weil der andere Guss, der hat schon länger gedauert, als ich so geplant hatte. Naja, jetzt nehme ich auf jeden Fall mein Harz. Mein Weißes und gibt das praktisch so der Form entlang. Ne, geh immer schön in einer Spirale mit dem Muster der Form. Das ist übrigens Echtzeit, so langsam gieße ich. Wenn ich die Blumen mache. Also ich nehme mir da immer sehr, sehr viel Zeit. Verfall nicht in Hektik. Das habe ich am Anfang gemacht. Es bringt nichts. Einfach in Ruhe gießen und ja, den Moment genießen. Es ist fast wie eine Art Meditation. Was ein Harz, Kunstharz wirklich lehrt, ist geduldig werden. Geduldig mit den Effekten, die man erzielen kann, geduldig mit der Wartezeit, dass man ausformen kann. Bei den 3D-Blumen natürlich Geduld, bis das Harz die entsprechende Konsistenz hat, außer man nimmt natürlich hochviskoses Harz. Mein Harz hier ist von mittlerer Viskosität, ist das Art Pro von ResinPro. Die Form ist die Fantasy Mold, hatte ich ja schon gesagt, von Modes and Shapes und das Angel White hier und nachher die Glassteinchen sind von der Laura von Laura's Art Corner. Ich verlinke alles in meine Beschreibungsbox und da findet ihr auch die Rabattcodes und Octopus werde ich natürlich auch verlinken. So, jetzt gehe ich nochmal den Bögen entlang. Eine Runde.
Was ich mit der Arbeit mit Resin-Inks oder mit Alkohol-Inks immer sehr überraschend finde, wie sich das Harz wirklich zusammenzieht. Also man kann bis am Rand der Form gießen. Also ihr seht das, dass ich wirklich das Weiß bis ans Rand zieh, an den Rand ziehe. Natürlich nicht den Rand berühre. Aber am Ende, ja, schrinkt das Ganze dann doch noch echt doll zusammen. So, jetzt nehme ich mir mein Dotting-Tool und ich gehe einfach der Form entlang. Von daher ist die Fantasy-Form ist wirklich genial. Ihr braucht einfach nur der Form zu folgen. Und ich habe noch eine zweite Guideline, meine Farben. Ich brauche einfach nur das Dotting-Tool, ja, zwischen den Farben von außen nach innen zu ziehen. Ich bin mal echt gespannt über das Muster, was dann auf der anderen Seite rauskommt. So, und jetzt habe ich es auch gleich geschafft. Ihr seht, ich nehme mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. So, und dann war mir das noch irgendwie, ich hatte noch so viel Weiß übrig. Nochmal eben kurz mit dem Bunsenbrenner. Ich hatte noch so viel Weiß übrig, da habe ich gedacht, ich gehe noch mal in einer Spirale hinein, damit das Ganze noch ein bisschen opaker wird und nicht zu luftig. Und das Weiß war ja auch noch da, also war das auch kein Problem. So, nochmal eben wieder mit dem Bunsenbrenner oder mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Und dann mache ich mir meinen kleinen Wirbel in die Mitte. Was ich hier vergessen hatte, ich wollte noch Glassteinchen in die Mitte geben. Das mache ich dann hinterher. Ja, ich suche mir gerade die Glassteinchen. Will da goldene in die Mitte geben. Die hängen natürlich auch alle schön an meinem Handschuh, weil der Handschuh ist natürlich auch sehr klebrig. Dementsprechend habe ich das Glassteinchen dann noch an meinem Finger. Aber es geht. Und dann drücke ich mir das Ganze in die Mitte hinein. Aber hier bitte, bitte vorsichtig sein, weil ihr könnt euch durch die Glassteinchen auch die Form etwas zerkratzen. Also bitte nicht zu tief mit dem Dotting-Tool die Glassteinchen reindrücken. Die sind schwer genug, dass sie dann selber schon nach unten gehen. So, das ist jetzt der nächste Tag. Und das sind ungefähr 17, 18 Stunden nach meinem Guss. Und ich kann die Ja, kann das Ganze, das Tablett aus der Form holen und eine Schüssel formen. Ich bin mal mega gespannt, wie die Rückseite aussieht. Die Gießseite sieht schon richtig gut aus. Und ja, einmal schauen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, uiuiui, das ist der Union Jack. Das ist die britische Flagge. Und habe zuerst gedacht, was hast du denn da wieder angestellt? Aber ich finde es irgendwie doch sehr interessant und mir gefällt es wirklich gut. Also für alle Großbritannien-Fans hier unter euch, ich habe halt den Union Jack in der Fantasy-Form. So, und das ist jetzt die Nahaufnahme. Ihr seht auch den holographischen Effekt. Und irgendwie hat die Blume auch was Federhaftes an sich. Doch, gefällt mir doch sehr gut. So, und das sind wieder einige Stunden später und ich versuche jetzt mit viel Mühen
meine kleine Schale aus der Schüssel zu holen. Es war nicht ganz einfach, hat mich auch ein bisschen Kraftaufwand gekostet, aber es geht. Ihr seht's. Ja, manchmal ist das so. Aber schaut mal, ist die nicht schön? Für mich ist es wirklich die Union Jack Schale in der Fantasy Mold, also in der Fantasy Design. Und das ist jetzt das Endresultat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Auf jeden Fall über einen Kommentar. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video willkommen zu heißen. Bis dann, eure Petra. Tschüss.